Herzlich willkommen zur Medienrunde vor dem Spiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Herzlich willkommen Thorsten und John, schön, dass ihr da seid. Wir werden am Samstag begleitet von rund 500 Fans im Frankenland. Bitte eure Fragen, wenn es welche gibt. Thorsten, wie gehabt, immer personelle Lage. Wie sieht es aus, zum Beispiel bei Enis? Also aufgrund der Spiele jetzt, der hohen Intensität, war es jetzt gestern so, dass wir viele angeschlagene Spieler hatten, die jetzt alle aufzuzählen, das sprengt, glaube ich, einen Rahmen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass bis auf die Langzeitverletzten trotzdem alle wieder einsatzfähig sein können. Zu den Langzeitverletzten gehört eben halt auch noch Joseph Baffo und Boris Sashi, die alle auf einem besseren Weg sich befinden. Bei allen anderen hast du halt diese üblichen Verletzungen, ja, Prellungen, Muskelprobleme, so dass wir eben halt auch jetzt in diesen Tagen, die jetzt noch über sind, weniger den Fokus aufs Training legen, sondern mehr auf die Regeneration. Ne? Speziell bei Enis, einmal mit der Bestrunde? Das hat sich auch gebessert, hat gestern jetzt individuell trainiert, wird es heute auch nochmal tun. Tendenz, denke ich, eher in Richtung einsatzfähig. Und Tashi hat man vorhin noch schon mal so sehr angedeutet, so vielleicht nach dem Unionsspiel. Bleibt das auch dabei? Oder bisher schon, ja. Positiv? Ja, bisher schon, ja. Ja, Thorsten, was hatte ich gelesen? Das Mini-Hoch nach Darmstadt oder so? Hat so einen kleinen Dämpfer jetzt im Pokal gekriegt? Oder sagst du einfach, es sind zwei Wettbewerbe, das müssen wir versuchen, irgendwie auszublenden? Wir haben es aufgearbeitet, das Spiel. Aber in der Liga, das ist immer eine andere Sache jetzt als Pokal. Ja gut, es sind ja zwei Kanäle jetzt da, auf die wir jetzt unterwegs waren. Eben, das haben wir uns leider verabschiedet aus dem Pokal, denke ich, mit einer doch, wie ich finde, eben ansprechenden Leistung. Wir hatten fand schon, dass wir auch als bessere Mannschaft leider ausgeschieden sind, aber wir sind ausgeschieden und jetzt ist es eben so, dass wir diesen anderen Wettbewerb haben, der, ja, wo wir wissen, das ist der wichtigste überhaupt und da waren wir jetzt gegen Darmstadt erfolgreich und wollen natürlich jetzt eben halt auch weiter punkten und in Fürth und das streben immer das Maximum an, das sind 3 Punkte, da jetzt einfach dran zu bleiben in der Liga, das ist jetzt die nächste Aufgabe und deswegen muss man das eine leider abhaken und das andere jetzt angehen, einfach weiter zu punkten, was wir jetzt gegen Darmstadt eben halt auch begonnen haben. Jetzt war ja diese eine Sache, hatten wir schon, glaube ich, nach dem Spiel kam ja die Frage auch mit den Gegentoren. Wir haben sie jetzt auch nochmal aufgearbeitet. Wie erklärst du dir das? Du hast die Mannschaft übernommen, hast gesagt, das ist ein großes Problem, das müssen wir im Griff kriegen. Dann schien es im Griff zu sein, 417 Minuten weiter dann mal ohne Gegentor. Und jetzt waren es diese 20 Dinger da in 7 Spielen. Ist es nur immer eine Sache, dass man sagt, das ist doch eine Sache der Qualität? Oder welche Gründe, sag mal, kann man dann noch haben? Immer nur individuelle Fehler sind es ja auch nicht immer. Nee, liegt in solchen Situationen eben halt auch der Fehler im Detail. Ja? Und das ist die Situation, dass du dann auch mal unglücklich agierst. Ich glaube, wenn wir jetzt mal das Bochum-Spiel angucken, das erste Tor, das ist ein unglückliches Tor. Das zweite Tor haben wir thematisiert, das war der Eckstoß. Dann gegen Darmstadt haben wir auch ein Eckstoßtor bekommen. Da haben wir uns jetzt anders positioniert gegen Paderborn, das ist uns gelungen. Aus dem Spiel heraus jetzt zum Beispiel bei den Toren, das dritte Tor zähle ich nicht, weil es ein Abseitstor war, das möchte ich nicht analysieren. Die anderen beiden Tore sind Einzelleistungen, die eben halt auch hervorgehoben werden muss, mit Respekt dem Gegner gegenüber. Aber was auch Fakt ist, dass wir da im Detail eben nicht gut arbeiten dann. Ne? Das lag jetzt nicht zum Beispiel das erste Tor nicht am Andi Wiegel, sondern einfach, dass wir zu spät zum Doppeln kommen und dann kriegst du den Ball eben vielleicht auch besser geblockt. Aber das ist eben halt auch so, du hast mal diese Momente, da bekommst du kein Tor,
Dann gibt es Momente, bekommst du Tore. Dann gibt es die Momente, schießt mehr Tore als der Gegner, hast das Spiel gewonnen. Und so war es gegen Darmstadt. So war es jetzt leider eben nicht gegen Paderborn, wo wir schon die Vielzahl an Torchancen eben halt auch hatten. Viele Umschaltsituationen. Deswegen, wenn man sich das Spiel im Nachgang nochmal betrachtet, da ist man fassungslos, dass man nicht weitergekommen ist. Ne? Aufgrund einfach der Vielzahl an Torchancen, die wir uns herausgespielt hatten. Aber bleibt dabei, das ist der richtige Weg, weil wir eben halt auch darüber hinaus Spiele gewinnen werden auch. Ist es denkbar jetzt vielleicht trotzdem nochmal, wir haben ja zweimal hintereinander in Folge so ein 4-1-4-1 gesehen, was auch, finde ich, vorhin sehr gut geklappt hat, aber trotzdem jetzt vielleicht nochmal was umzustellen, dass die Defensive ein bisschen gestärkt wird, weil wenn es in dem Schritt weitergeht, ist glaube ich klar, dass das eine ganz schwere Kiste wird mit dem Ja, wir haben jetzt gegen Paderborn im 4-4-2 gespielt, mehrheitlich der Minuten, und haben dann, und das fand ich eben halt auch positiv, dass wir dann im Spiel dann öfters eben halt auch wieder switchen konnten auf ein 4-1-4-1 und haben da uns taktisch dann auch variabel gezeigt. Fakt ist, wir werden jetzt das nächste Spiel angehen gegen Fürth und werden dort versuchen eben die 3 Punkte einzufahren, und wenn wir ein Gegentor wieder bekommen, dann geht es auch darum, einfach schnell wieder den Fokus zu finden, und das ist, glaube ich, so, diesen Fokus zu finden, auch wenn man ein Tor schießt, dass man gleich wieder parat ist, oder wenn man ein Tor bekommt, dass man eben halt auch gleich wieder parat ist, kein zweites zu bekommen. Das fällt eben halt auf, und da bereiten wir uns drauf vor, bereite ich die Mannschaft drauf vor, und auf Dauer, auf diesem langen Weg, auf dem wir uns befinden, wird es immer wieder halt auch mal Gegentore geben. Ja? Aber wir werden auch unsere Tore weiterhin so schießen, wenn wir sie vollenden, wenn wir die Torchancen uns auch erarbeiten. Ne? Aber es fällt ja ein bisschen auf, also zwei Dinge. Erstens, dass Sie sich viele Torchancen erarbeiten, das war ja schon in Bochum so, und dass man sich sehr große Mühe macht, diese Torschüsse dann zu vollenden. Und eben die Anzahl der Gegentreffer. Sie selber haben, glaube ich, an einer der ersten Pressekonferenzen gesagt, Offense wins Matches, Defense wins Championships. Und gerade da mangelt es ja. Also gibt es eine Idee, wie man an diesen Details feilen kann. Und ich habe mir die 20 Gegentore nochmal alle angeguckt. Es gibt ja doch schon so ein Muster, wo man sehen kann, dass viel über die rechte Abwehrseite, muss ich mal als Linkshänder natürlich mit links und rechts schwer. Über die rechte Abwehrseite geht, also dass viel darüber in den Strafraum gespielt wird, dass überdurchschnittlich wenige Spieler an den Toren beteiligt sind, zum Beispiel. Das erklären Sie mir nochmal, wie also meinen Sie das jetzt? Ich habe durchgeguckt, Herr Nauber ist relativ häufig in der Zweikampfsituation beteiligt, wenn es zum Tor aus dem Zentrum kommt, und die rechte Abwehrseite mit Wiegel und Legesel war relativ häufig beteiligt, wenn es zum Toren über die Seite kommt. Herr Ceo war bei den hat bei der Ecke, beim Einwurf gegen Darmstadt nicht die beste Figur gemacht, sondern man soll aber im Moment unaufmerksam. Und Herr Ceo hatte ja auch ein Problem, als es zum 2-1 für Paderborn kam, wobei der Abschluss, glaube ich, von Herrn Wiedwald, glaube ich, die entscheidende Situation eingeleitet hat. Ja, es sind ja oftmals Fehlerketten, die dazu führen, die Mannschaft tut sich schwer umzuschalten, wenn sie den Ball verliert. Und dann geht es eben häufig über eine bestimmte Seite nach vorne für die Gegner. Nee, also wir haben ja kein Umschaltproblem in dem Moment. Wir haben ein Problem, wenn wir dann verteidigen und dann tief verteidigen müssen. Und dann kommt es öfters zu diesen Fehlerketten, also gerade wie Sie es gerade angesprochen haben. Und da hast du mal ein Problem im Zentrum, da ist jemand mal beteiligt im Zentrum oder jemand beteiligt, der vielleicht in Außenverteidigerposition ist. Aber es ist, glaube ich, kein Umschaltproblem momentan, das, was wir haben. Das, was ich jetzt so bei Ihnen raushöre, aus Ihrer Analyse. Die Abwehr jetzt sozusagen dahin zu bekommen, dass sie Championship-reif wird. Das heißt, dass wir die Meisterschaft noch holen. Nicht abwecken, also was ich jetzt meine ist, ja. Das wäre jetzt für Sie ja schon eine Art Meisterschaft, die Klasse anzuschaffen, wäre eine Art Meisterschaft. Und dann lassen Sie uns doch einfach angehen und dann werden wir das schaffen. Ja, indem wir weiter trainieren, an den Details arbeiten, die Dinge ansprechen, uns die Dinge anschauen in der Analyse und dann eben versuchen, besser zu machen beim nächsten Mal.
jetzt waren wir die ganze Zeit bei der Defensive, schon ein Mann der Offensive. Im Pokal irgendwie klappte das alles besser, gegen Bielefeld getroffen, Vorlage jetzt. Aber in der Liga, glaube ich, selbst dein Anspruch, ja, glaube ich, das kann dir nicht genügen, dass du bislang diese Bilanz von 0 Tore, 0 ist das. Woher nichts? Was sagst du selber? Warum kommst du nicht so in Tritt wie bei den anderen Vereinen, wo du dich immer regelmäßig getroffen hast? Das stimmt, ich habe immer bei vielen Vereinen auch Anfang welche Probleme gehabt, warum weiß ich nicht, ich muss immer so reinkommen. Ja, wo das dran liegt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich gebe immer Vollgas für die Mannschaft auch und ja, manchmal muss man auch mal das Quäntchen Glück haben und das hat ein Spiel vielleicht mal gefehlt, aber ich weiß, was meine Qualitäten sind und ich mache einfach so weiter und ich bin auch viel besser aus dem Winterpause gekommen. Für mich selber, wenn ich den erste Halbserie sehe. Deswegen muss ich einfach da weiterarbeiten, gut trainieren, Gas geben und am Ende zählt nur die Mannschaft und die Punkte mittlerweile. Und klar will ich auch mit meinen Toren helfen und ich werde auch helfen mit Toren dieses ja, Reste Halbsaison. Aber das Wichtigste ist der Mannschaft. Manchmal gibt es ja so Schlüsselmomente. Im ersten Spiel kann ich mich erinnern, in Dresden, da hattet ihr nicht viele Chancen, aber du hattest diese eine, wo er an die Latte nur ging. Sind das manchmal so Momente, wenn der vielleicht reingegangen wäre, wäre vielleicht für dich auch persönlich? Ja, vielleicht, wenn ich den Tor gemacht hätte, vielleicht jetzt, saß ich jetzt mit 10 Toren. Da weiß man auch nicht. Ja, ich habe letztes Jahr auch von 45 Metern ein Tor geschossen. Wenn ich das jetzt mache, dann weiß man auch nicht, ob das jetzt reingegangen ist. Wenn ich jetzt 10 Tore hätte, dann war dann ein Pokalspiel gegen Paderborn vielleicht auch reingegangen. Weiß man auch nicht. Ja. Deswegen, aber das ist alles Geschichte und es geht jetzt um Samstag. Da versuche ich wieder alles dran zu tun, um erst das Tor zu machen. Aber das Wichtigste bei mir ist immer eins in der Mannschaft und das ist im Moment das Wichtigste. So übrigens wie beim Tor, was er vorbereitet, ne? Was er zweimal mit vorbereitet. Ne? Erster lange Ball, den er super ablegt mit der Brust und das Tor legt er auch super mit der Brust ab. Also wir sind ja hier schon, ist ja normal, ist ja eure Aufgabe eben halt auch, das auch kritisch zu bekleiden, aber ich glaube, das kann man dann auch schon positiv erwähnen. Das eine ist, dass man von ihm das Tor erwartet, aber auf der anderen Seite kann man schon auch sagen, dass er bei dem Tor und insgesamt bei dem Spiel schon mehr als ordentlichen Eindruck hinterlassen hat, viel Kopfballduelle gewonnen hat und das Tor eben halt sehr, sehr gut vorbereitet hat. Also von daher, glaube ich, hat er schon seinen Nutzen gehabt an dem Tag und nachgewiesen, dass John hier mit Sicherheit auch auf Dauer jemand ist, der uns auch so helfen wird auf dem Platz, Spiele zu gewinnen für die Mannschaft. Entschuldigung, wenn ich jetzt da reingefahren bin. Sie kommen allerdings auch relativ selten in Positionen, ein Tor zu schießen, fällt mir auf. Also, dass Sie da stehen, wo der Ball dann hinkommt oder dass der Ball da hinkommt, wo Sie stehen, wie auch immer. Ja, wie gesagt, ich bin ein Stürmer, der immer in der Box ist und wie gesagt, manchmal muss auch Glück haben, dass der Ball da kommt. Ne? Und wenn die da kommt, musst du bereit sein. Und ja, die Spiele, die ich gemacht habe, dann kam der Ball nicht in die Box. Ja, auch schon, aber da war ich manchmal vielleicht auch nicht auf die Stelle. Aber ich meine. Heidenheim? Heidenheim, ja. So, zum Beispiel gegen Heidenheim, das sind auch Sachen, dann bekommst du einen Ball, dann musst du auch reinschießen. Und das ist halt, ja, was halt mitspielt. Aber jetzt sehen wir, wenn wir das Paderborn-Spiel nochmal nimmt, wo ich glaube, der Achmed Engin den Ball nicht sinnvoll durchspielt, wenn er bei 2-1, wo sie mit reinlaufen. Ja, das sind Entscheidungen im Spiel. Ne? Ich entscheide auch, den Ball auf Kauli zu köpfen statt auf Tor. Und das ist halt. Ja, ich meine, ich weiß, Engin kann super Flanke bringen, hat er gegen Darmstadt auch gezeigt. Und auf dem Moment hat er entschieden, um abzukappen und dann zu flanken, aber. Das ist dann, ja, das sind Momente im Spiel halt und das, als Stürmer wartet man darauf, das weiß Ahmed auch, aber ja, ich hoffe dann, ja, gegen Fürth, dass es wieder passiert. Aber Sie klagen nicht, dass Sie zu wenig Material bekommen? Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, Mannschaft steht bei mir auf 1 und nur gemeinsam können wir die Punkte holen und das muss ja jedes Spiel so rangehen und alles dafür tun, um die Punkte mitzunehmen. Es ist ja so, dass man häufig sagt, als Trainer ist mir scheißegal,
wer die Tore schießt, Hauptsache wir schießen die Tore und wir bleiben irgendwie drin. Aber sag ich mal, wäre es nicht auch für die Stürmer gut gesetzt? Stanner hat jetzt mal getroffen gegen Darmstadt. Noch wichtiger, dass ob der Jonas ist oder ob es der Ritchie ist oder Stanner noch mal öfter, Boris lass ich mal außen vor, den siehst du ja auch in einer anderen Rolle, dass die noch mal vielleicht so einen kleinen Lauf bekommen, dass das für die ganze Mannschaft auch wichtig wäre, dass die reinen Stürmer öfter treffen. Also da hilft es, ja, aber das, wenn du siehst, mein Kauli hat als, sagen wir, mit der Systemumstellung eben, entwickeln wir viel, viel Torgefahr. Da profitieren, denke ich, alle offensiven Spieler. Ja. Kauli hat, hat jetzt zwei Tore gemacht aus einer neueren Position. Harvard Nielsen hat, hat zwei Tore gemacht aus einer neuen Position heraus. Die Torchancen, die Umschaltmöglichkeiten, die da sind, die haben wir, sind in einer größeren Vielzahl da. Stanner hat jetzt eben sein Tor gemacht. Ja. John war jetzt auch kurz davor, so wie ich jetzt gerade eben sage, natürlich mit einem einen Schuss vom Kauli, den er noch abfälscht dann mit dem Kopf, könnte auch mal reinfallen. Hilft, ja, wenn die auch treffen, aber das ist für mich jetzt nicht das Alleinstellungsmerkmal. Aber ich glaube, dass die Mannschaft in allem, so wie wir es jetzt gerade eben versucht haben, so ein bisschen zu erläutern, für eine Defensive wichtig sein kann, wenn alle gut mitarbeiten. Und für die Offensive eben halt auch, wenn alle gut mitarbeiten in die Offensive und jeder für sich eben in der Verantwortung auch steht, Tore vorzubereiten mit dieser Präzision oder eben dann halt auch zu vollenden. Bitte? Sagen Sie ein bisschen was zum Gegner? Kräuter Fürth ist wie immer ein schwerer Gegner, der jetzt aber eben mit einem neuen Trainer jetzt in der Analyse natürlich schwerfällt. Das Einzige, was man eben halt weiß, ist die Spielidee, die Stefan Leitl in Ingolstadt hat, ob er die jetzt direkt in Fürth mit reinbringt. Wenn wir sehen, ist es ganz schwierig, jetzt über den Gegner was zu sagen. Es ist eine junge Mannschaft, die eben jetzt halt auch spürt im Kampf um den Klassenerhalt eben halt auch mit dabei zu sein. Und jetzt hat man eben mal die Reißleine nochmal gezogen. Und es zeigt eben halt auch, dass man dort auch so ein bisschen was spürt im Nacken. Aber jetzt über den Gegner so im Detail ist schwierig. Ich kenne die Spieler, ja, viel Schnelligkeit auf dem Platz. Aber jetzt im Detail fällt es schwer, weil eben ein neuer Trainer da ist. Ne. Aber wie in jedem Spiel in der zweiten Liga gibt es keinen einfachen Gegner. Wie schätzen Sie den Effekt des Trainerwechsels ein? Bei Ihnen hat es ja sehr gut funktioniert. Sie sind direkt mit einem Sieg gestartet. Viele andere Kollegen brauchen ein bisschen mehr Anlauf, um dann zum ersten Erfolg zu finden. Ja. Ich glaube, der Wunsch ist dann immer da, dass man direkt Erfolg hat. Ja, aber das ist schwer einzuschätzen, wenn man jetzt Hannover sieht. Thomas Doll hat man auch die Hoffnung gehabt. Da ging es jetzt erstmal nicht. Ich glaube, dass das auch im ersten Moment erstmal schwierig ist. Auf Dauer ist es dann entscheidend. Aber der Wunsch ist natürlich direkt da, dass man eine Wende herbeiführt. Ne? Ist auch klar. Erwartest du wieder vielleicht ein bisschen, sagen wir mal so, aggressiver? Weil wir jetzt zuletzt auch verunsichert schossen, kein Tor, sehr lange erfolglos. Dass sie vielleicht vor allem im Publikum dann ein bisschen aggressiver, offensiver. Ja, also ein Effekt des Trainerwechsels soll ja immer sein, dass eine Mannschaft eben direkt eine Fokussierung bekommt, ja, einen neuen Impuls. Und dann kann sie schon davon ausgehen, dass es erstmal auch aggressiver zu Werke geht. Ja. Sehen Sie das als Nachteil? Viele Fans sagen, ausgerechnet vor unserem Spiel wechseln Sie den Trainer, die Fürther. Sehen Sie das als Nachteil für sich auch? Nee, wenn wir bei uns bleiben, unsere Dinge besser machen, dann spielt es eigentlich keine Rolle.